Kommen Sie mit. Sehr schön. Jetzt haben wir... Jetzt da durch den Block durch. Zack und zack. Na guck jetzt. Wir mussten denen nur zu ihrem Glück verhelfen. Kling. Level up. 31. Ja, wenn ihr mal ein bisschen auseinander geht, dann können wir das kleine Prachtexemplar auch bewundern. Oh, süß. Ach ja. Wenn das doch ewig so eine Spielwiese bleiben würde. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist natürlich neben gleich schlafen gehen. Zack. Auch ein wenig Kuh, was hier ja gar nicht so ist. Aber ich weiß, dass da in der Winterlandschaft, ne? Ich sehe schon, wie sich manche jetzt an den Kopf fassen und denken, oh nö, schon wieder. Schon wieder das übliche Verlaufen. Nein, 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 nein. Also ich weiß, dass da Kühe irgendwo waren. Wir werden aber auch woanders Kühe finden, wenn ihr die nicht wollt. So. Gut. Folglich erstmal schlummern gehen. Die 5, die wir gesammelt haben, reichen aber auch nicht so endlos. Ach, hier gibt es noch so viel zu tun und mir fehlen manchmal auch echt die Ideen, da was Konstruktives, Schönes, Tolles, Neues zu basteln, was man nicht unbedingt schon 100.000 Mal auf YouTube gesehen hat. Ist ganz klar, dass wenn hier nicht alles Unikate werden, denn jeder hat schon mal eine Farm, also der Minecraft spielt wahrscheinlich, ne? Hat schon mal eine Farm irgendwo angelegt. So, ich glaube, man braucht 8 Stück. Kompass in die Mitte und der drum, die Papierdinger drumrum. Ich glaube, so in etwa war das. Aber wenn das eben da noch nicht will, dann können wir ja beigehen und Löwenkraut da wegwerfen. So, auf dass es danach wachse und den Kühen endlose Freuden bereite. Übrigens, der Satz von wem war der eigentlich? Moment, ich muss mal nachdenken. Fällt mir, glaube ich, wieder ein. Achso, von Gandhi, natürlich. Das war schon fast ein bisschen peinlich. Nee, also von Gandhi stammt der Satz, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Ja, finde ich sehr toll. Also nicht darauf warten, dass wenn Missstände da sind, andere das richten werden, sondern selbst in die Hand nehmen. Und genau so machen wir das hier auch. Achso, da fällt mir ein. Wir haben bestimmt ein bisschen Erde dabei. Dann fange ich da gleich mal mit an, hier Blöcke hinzusetzen, damit die Asymmetrie wieder durchkommt. So, machen wir da auch mal einen hin und 1, 2, 3. Ja, guck mal, das sieht doch schon schön aus. Und was wir jetzt haben, sind Kühe. Aber ich vermute, die müssen wir entweder einzeln anlocken oder mit Geschick. Und Schweine haben wir auch nicht. Jetzt kommen sie mal beide mit. Kann ich mich jetzt auch umdrehen und darauf verlassen, dass ihr mitkommt. Ja, die sind fröhlich dabei, nur zu schnell darf wieder nicht sein. So, kommen sie mit. Alle beide. Genau, sehr hübsch. Naja, immer. Und in dieser besagten, also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen folgenübergreifend, dieses Gesprächsthema. Also dieser, es geht immer noch um diese alte erste Welt, in der ich meine ersten Schritte so gemacht habe. Da habe ich dann ja auch morgens immer dieses Kuh-Moon vernommen und Spinnengeschlürf und alles, was es da eben in der Beta sonst was schon gab. Das war so unglaublich klasse. Ich habe da wirklich jede Sekunde genossen und immer gedacht, es kann doch gar nicht mehr schöner werden. Tja, ruf doch mal bei Mojang an und sag, ihr habt aber einen Cheat gemacht. Da werden die wahrscheinlich sagen, würde ich so nicht unterschreiben. So, dann machen wir eine kleine Arche. Sozusagen, also das soll jetzt nicht überbevölkert werden. Die können ja eigentlich ruhig hier bleiben. Ist vielleicht auch ganz hübsch. Haben wir das nicht so alles auf einem Haufen? Genau, ich hätte gern den Pling-Klopsi hier. Also es steht auch eine Höhlenerkundung an. Nur, dass ihr gewarnt seid. Also über kurz oder lang werden wir mal in eine richtig tiefe, gemeine, finstere Höhle absteigen müssen.
damit wir... Wofür eigentlich? Achso, wir brauchen einen Zaubertisch, damit wir unsere Level hier mal wegkriegen. Und dafür brauchen wir, ich glaube, Diamanten und Kobbel. Nee, nein. Ein bisschen Lava müssen wir uns halt organisieren, ne? Herr Schweinemann? Ach, sag mal. Die lassen sich doch bestimmt jetzt wieder mit... Ja, genau. Ich weiß, dass du mich liebst. Ja, ich weiß doch. Stehst du auch auf Körner? Ja, was stehen die denn? Muss ich den jetzt mit Fleisch locken oder was? Muss ich jetzt deinen Kollegen schlachten oder was? Sag ich mal. Also glücklich machen kann ich ihn damit nicht. Dafür natürlich Schafi, was jetzt wieder angerannt kommt. Hey, du hast aber hier, ne? Und hast aber versprochen. Nee, also das hat bei ihm keine Wirkung. Vielleicht altes vergammeltes Fleisch, was wir hier nicht dabei haben. Weiß nicht, das sind Blumen Unsinn, die können wir eigentlich mal loswerden hier. Die Samen sind unnütz, Rose. Ja, Redstone, wer braucht das schon? Shit, ne? Na gut, wie kriegen wir denn jetzt hier Schweinemann sich vermehrt? Also es kann ja nicht sein, dass wir da Fleisch für brauchen, oder? Schweine sind ja echt so kleine Monster-Dinger. Sonst, Moment, machen wir das mal gerade so. Ist ja, glaube ich, noch am Tag, sonst gehe ich hier gerade mal. Ich habe hier zufällig die Minecraft-Wiki-Seite. Und gehe einfach mal auf Tierzucht. So. Und da sehe ich, ich will Ferkel, Lamm, bla bla bla. Babypilz, gut, die sieht aber ein bisschen doof aus. Och nö, da brauchen wir Karotten und die gibt es dann wahrscheinlich hier nicht. Na gut, dann hat sich das auch geklärt, dann kann man die so nicht locken. Sonst hätte ich jetzt versucht, ein Schwein zu töten, das ist aber auch unsinnig, ne? Man lockt ja auch keine Menschen mit Menschenfleisch, also, nee. Mm-mm. Vor allem Vegetarier nicht. Na gut, ja, haben wir jetzt ja schon so weit, so gut. Dann wäre es ja schon fast an... Achso, wir müssen die Karte machen, ja. Dann ist auch ganz gut, wenn wir in der Höhle sind und irgendwo anders rauskommen. Wäre es ungünstig, nicht zu wissen, wo wir denn sind. Tja, gleich sofort wieder mit ins Rennen schicken, so ein kleines Küken. Och, die sind alle so süß hier. Haben wir so ein bisschen Farbe mit ins Spiel gebracht. Ach so, ich wollte, glaube ich, rot und gelb hier mal so ein bisschen, ne, Spaß haben lassen. Das dürfte ein orangenes Schaf sein. Und er ist so unglaublich süß. Entschuldigung, Schafis. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so viele Schafe und drei Kühe. Die sind jetzt ja auch noch in... Wie heißt das? Mutterschutz? Mutterschafts... Irgendwas, oder? Die wollen denn ja noch nicht wieder. Sonst gehen mit denen ja die Hormone durch. So, wo ist denn der jetzt... Wir haben jetzt schon 10 Ganze. Das ist ja noch nicht so doll. Wir können also die Karte schon mal machen. Dann müssen wir das hier noch irgendwo anpflanzen. 2 Stück. Dann auf zur Werkbank, die dann drin ist. Und das passt immer noch nicht. Es wäre drüber nachzudenken, so ein Ausklapp, also so Klappen dahin zu packen. Könnte aber auch komisch aussehen. Hm. Also, der Kompass zusammen mit der... ach so, ich muss erst Papier machen. Haha. Ja, siehst man. Bin ja wieder so schlau. Wie macht man jetzt Papier? So nicht, dann wahrscheinlich so horizontal. Da kommen 3 Seiten raus. Ach, guck. Ach, guck, dann kriegen wir dann doch noch was raus. Auch wenn das jetzt leider nicht ganz reicht. Ach. Muss ich also wieder rausrennen? Das eine nachgewachsene Ding aufsammeln. Zack. Nee, hier kann ich kein Papier machen. Dann ein bisschen Papier machen. Und dann schließlich und auch ein bisschen endlich, weil, ne, Minecraft ist ja doch endlich, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die fernen Länder rausgenommen wurden. Da gab es ja immer so eine zerklüftete Landschaft mit... Also bei einer Entfernung von, ich weiß gar nicht, 1 Million Kilometer so geschätzt.
Leere Karte. Achso, dann ist sie gleich nicht mehr leer. Ich will sie ja kopieren. Also nicht kopieren, sondern ich will sie ja größer machen. Also man müsste jetzt Karten hinlegen, dann kann man die auch kopieren. Es ist ja so, wenn man eine Karte kopiert, dann ergänzen sich, glaube ich, also wenn ich jetzt mit einer Karte losrenne und die in der Hand halte, dann wird das auf der Karte, die ich zu Hause gelassen habe, auch ergänzt. Also wirklich eine Art Sicherheitskopie. Das heißt, wir müssten, achso, das ist hier, müssten, ach, das hat wieder gut geklappt mit dem Zählen. Ich kann auch nicht mal bis 5 zählen, weil ich immer bis 6 zähle. Und in diesem Fall bis 4 und überhaupt. Naja. Also ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorstelle. Eine Karte haben wir ja schon. Achso, vielleicht hätte ich, bevor ich den Kompass gemacht habe, erstmal ausprobieren sollen, ob das überhaupt so geht. Meine Frage, kann man eigentlich mit Knochen das Wachstum von hier dem Zucker ein bisschen beschleunigen? Das wäre echt ganz große Klasse. Wenn das dann einfach ausschießt, pam, und dann ist es an der Decke. Ja, es schießt relativ mäßig aus. Nee, da ist nichts zu holen. Wir können hier höchstens mal so ein bisschen sowas machen. Bisschen Grünzeug hin, damit die Schafis auch wieder was zu knabbern haben. Ich weiß gar nicht, wächst das eigentlich nach? Denn Schafe fressen ja auch hohes Gras, ne? Ja gut, das sieht auch nicht so gesund aus da drüben. Man sieht schon die ersten Sterne. Ach, das ist so hübsch gemacht, der Sonnenuntergang. Ja, das ist hübsch. Es gibt jetzt, glaube ich, habe ich jetzt gerade nicht beobachten können. Oder doch? Also die Abendröte ist dann doch ein bisschen vom Blickwinkel abhängig. Naja, meistens gibt es da auch mehr als 8 von. Wenn man da auch... Ach, Mensch, Tür zu. Bevor dann die Spinnen hochkant reinkommen und sich am nächsten Morgen dann auf uns stürzen und uns töten. Ich hoffe, es ist übersteuert. Gut, also wir haben eine Karte. Das ist ja schon mal doll. Aber wir brauchen Unmengen an Zuckerrohr. Also nicht nur so ein bisschen, sondern echt abgefahren viel. Es fragt mich, warum das hier nicht wächst. Das ist doch normalerweise das Zeug, was wie Unkraut wächst. Aber wirklich mal so gar nicht. Und lange genug waren wir jetzt auch hier. Guck mal, da ist es auch im Eingewachsen. Zack, mitgenommen. Kein Huhn draus gemacht. Sonst gibt es ja auch keinen Zuckerrohr, den man mitnehmen könnte. Ja gut, dann nicht. Hast mich ja überzeugt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wenn man schlummern geht, man nicht vor Sonnenaufgang aufwachen kann. So, noch eine Minute und dann Sonnenaufgang. Das wäre unglaublich toll. Dann würde ich auch nicht so häufig schlafen gehen. Haben wir nicht so ein Ding aufgesammelt? Ach ja, da drüben ist noch was, da können wir gerade mal hinschwimmen. Sehr dicht dabei. Unsere Boote haben wir auch in der fernen Landschaft gelassen. Ach herrlich. Die Spitzhacke wenig repariert werden. Der hier will auch nicht, der ist nämlich auch nicht kaputt genug. Ja. Vielleicht können wir das schon reparieren. Nein, können wir nicht. Also können schon, aber ich will ja die vollen 10%. Und das wären jetzt, glaube ich, so 8,5% Bonus. Und das ist bei Eisen dann doch schon was. Gut, wen können wir jetzt noch glücklich machen? Ein paar Kühe könnten wir noch, ne, züchten hier.